gestern haben eine weite Fahrt. Vielen herzlichen Dank. Dann darf ich erst nochmal fröhliche Weihnachten wünschen, die letzten Stunden, die wir noch haben, Ihnen allen und Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Ravensburg Tower Stars. Das Endergebnis war 4:0, Strafen Kassel 10 plus 10, Ravensburg 12. Das Ganze vor 3.761 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer, das ist Danny Naut als Headcoach der Ravensburg Tower Stars und unser Headcoach Michael Rossi. Genau, ein paar Worte zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend und gratuliere Rico für den Sieg. Ja, also ich glaube, wir haben für Auswärtsspiel für uns gut begonnen. Gute Chancen gehabt am Anfang, aber dann waren wir wieder 0-1 hinten. Dann haben wir weitergespielt, dann der Radek Kresch dann mit seinem Alleingang könnte 1-1 machen, hat er es nicht gemacht. Und im Verlauf haben wir weitergekämpft, weiter alles gegeben, dann das zweite Tor wieder, haben wir die Scheibe gehabt und einfach gegeben, dann war schon 2-0. Ich glaube, der Unterschied heute war die Kaltschnäuzigkeit von den Huskies. Wir haben schon unsere Chancen gehabt, wir haben es nicht reingebracht. Die Spieler von Rico, die haben einfach gut gespielt, hart gespielt, ihre Chancen ausgenutzt, verdient gewonnen, aber meiner Meinung nach ist die vielleicht 4-0 ist ein bisschen zu hoch, wir hätten schon ein paar Tore verdient. Vielen Dank, Danny. Rico, ich gebe das einfach erstmal an dich, das Mikro. Wie fällt dein Fazit des heutigen Spiels aus? Ja, danke schön. Wie gesagt, erst im Drittel werden wir ein bisschen lassig gespielt und hätten wir ein paar Chancen ausgegeben. Aber Jeff hat uns gerettet in den richtigen Zeitpunkt und für das hast du einen Torwart. Dann hatten wir, wie Danny gesagt, unsere Chancen sehr gut ausgenutzt im ersten Drittel und 2-0 nach dem ersten Drittel. Im zweiten Drittel hatten wir drei Alleingangs und zweimal vor dem Schlusszone verpasst. Und das konnte uns kosten, nächstes Spiel. Und das müssen wir aufpassen. Wenn du so viele Torschancen bekommst, musst du ein oder die andere. Wenn wir die drei oder vier geschossen hätten, im zweiten Drittel wäre das Spiel vorbei. Noch zwei Drittels und 2-0 ist das Spiel immer noch völlig offen. Aber die Jungs hat sie weiter auf dem Spielplan verblieben und die drei und die vierte Tor geschossen in dem Zeitpunkt. Es war ein gutes Spiel, ein routiniertes Spiel für uns. Das ist die Ziel, was wir hatten angefangen im August. Das ist eine Mannschaft, das spielt routinierte Eishockey. Das ist zuverlässig auf der Spiel und der weiß ganz genau, was sein Mitspieler macht. Auch wenn es nicht optimal läuft jeden Tag, wir bleiben auf unserem Plan. Die verstehen einander gut und die verstehen den Spielplan gut. So, das war, wie Danny gesagt, ein verdienter Sieg für uns. Gut, Danny hatte das auch schon gesagt, vielleicht den ausschlaggebenden Punkt, so sagte er zumindest, die Kaltschnäuzigkeit. Wir sind ja hier in die Saison reingegangen mit sagen wir, einer Truppe von jungen Wilden, die erstmal zusammenwachsen mussten, die erstmal überhaupt gucken konnten, sind wir in der Liga, passen wir da so rein, haben wir da eine Chance, tief gestapelt, Klassenerhalt ist ganz klar. So, jetzt gehen wir ins neue Jahr, stehen kurz vorm Jahreswechsel auf Platz 2. Diese Kaltschnäuzigkeit, ist das eine Sache, die sich entwickelt oder sind die Jungs einfach so gut in ihrem Lauf? Ich bin der Meinung, dass wir hatten keine Kaltschnäuzigkeit heute. Wir hatten drei Alleingangs und zweimal vor dem Schlotzone kein Tor geschossen. Wir sind 0 für 5 Chancen. Das ist keine Kaltschnäuzigkeit. Wir haben eine Mannschaft, das wie gesagt spielt sehr routiniert, sehr zuverlässig. Die wissen ganz genau, wer der Mitspieler spielt und wir bekommen diese Chancen. Weil wir spielen in diesen Gradlinie, Cycling, Scheibes zum Tor und Nachschuss Eishockey. Aber Kaltschnauzigkeit sind wir weit weg von Kaltschnauzigkeit. Ja, gut. Der eine oder andere nennt das Jammern auf hohem Niveau. Ja. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Eine Sache noch, wir haben jetzt im Moment heute 16 Spieler plus 2 Torhüter auf dem Eis gehabt. Wir haben eine relativ lange Verletztenliste plus einen Spieler, wo wir wissen, dass er wiederkommt, der ist halt gesperrt.
Wann rechnest du damit, dass wir wieder ein paar Leute mehr auf dem Eis haben? Dann ist es sicherlich auch ein Thema für uns im Moment. Wir haben 6 Spieler, das sind im Moment nicht im Spielkader. Und es ist ein riesiger Lob für die Jungs, dass sie immer so auf diesem Niveau spielen. Aber ich gehe wieder einen Schritt zurück. Das ist ein Ziel von mir Anfang an, von diesem Trainerstab, dass die Jungs in einen routinierten Platz zu bringen, wo mit 9 Spielern oder 25 Spielern spielt unser Plan und schauen wir, was die Endergebnis ist. Die Antwort zu den Fragen ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Spieler in die nächsten 2 Spiele zurückkommen. Okay, jetzt habe ich Fragen gestellt. Gibt es seitens der Pressevertreter noch Fragen an die beiden Trainer? Nein, das ist nicht der Fall. Dann fasse ich doch die Endergebnisse aus den anderen Partien zusammen. Eislöwen Dresden gegen die Lausitzer Füchse kam schon durch 2-7. Bietigheim Steelers gegen die Eispiraten Krimmitschau 3-5. Star Bulls Rosenheim gegen den EC Bad Nauheim 5-2. Heilbronner Falken gegen die Fischstamm Penguins Bremerhaven 3-1. BSV Kaufbeuren gegen den EV Landshut 2-3. Und SC Rissersee gegen die Löwen Frankfurt 2-4. Die nächsten Spiele von uns geht gleich übermorgen weiter. Sonntag, 28.12. 17 Uhr dürfte das sein. Spielen wir in Bremerhaven bei den Fishtown Penguins. Das Spiel wird live übertragen bei Spray TV. Wer das gerne machen möchte per Livestream, kann sich das gerne im Internet angucken. Sehr sehenswert. Wir haben ganz viele Kameras, gute Kombinatoren. Ist wirklich wert, sich das anzugucken. Und weiter geht's bei uns zu Hause dann am Dienstag, 30.12. 19.30 Uhr. Ich denke, da sehen wir uns alle wieder zum Derby gegen die Löwen Frankfurt. Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen zweiten Feiertag, den Rest schönes Wochenende und wir sehen uns alle spätestens am Dienstag. Machen Sie es gut, bis dann und tschüss.